und herzlich willkommen zu Tigerfarm und Marlon Neumann. Hallo. 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 So, wir müssen die Kühe versorgen. Warum hat denn das keiner mitgekriegt hier? Ich war im Urlaub. Ja. Guck gerade bei den Kühen rein, sehe ich, ey, die machen nur Mist und Gülle. Ey, Dings, die machen nur Mist und Gülle. Ja, muss ich ein bisschen Geld ausgeben. Oh nein! Oh Mann, Varuna! Das... Was? Gönn doch mal! Gönn doch mal! Ja, ich hol den New Holland. Ah ne, warte mal, den haben wir auch in schön. Den haben wir auch in schön, ja. Okay, ja. Das andere schön. Ey. Auf Spaß. Ich meinte das eigentlich positiv, aber sonst... Radlader, ja, ich weiß schon. Och nee. Doch. Kannst du ja auch gleich abtanken kommen, ne? Nö. Nee, keine Zeit. Hast du überhaupt nicht gemeint? Ich tank den nicht ab. Ich lasse den jetzt stehen und wenn ich leer bin, bin ich leer, dann fahre ich weiter. Jo! Wow. Will ja mal nicht so sein, ne? Tigerfarm, wo bist du denn? Auf der anderen Seite. I'm coming. If this truck will reach the hill. Ah ja, da bist du. Ja, lübt. Der Lachs lübt. So, jetzt zeige ich euch mal, wie man abtankt. Einmal drunter fahren und Attacke. Nee, ach Quatsch. Das wusste ich nicht, dass man das macht. Seht ihr? Ganz einfach. Aha. Aber eigentlich geht die Hälfte daneben. Ich besuch mal das Klostübchen. Bis gleich. Viel Erfolg. Ja, ist schon nice, diese geballte Grünheit. Ist schon schön, ja. Okay, ich bin fertig mit abtanken. Gut, hier, Radlade. Dann mache ich nämlich hier ein bisschen Silage aus dem Silo. Dass wir die Kühe füttern können. Jetzt haben wir schon wieder nur noch 124.000, ey. Das Geld geht weg wie nix. Wie warme Semmeln. Aber wir haben keine Schulden. Das ist schon mal gut, von Vorteil. Das sollte vom Vorteil sein, ne? Da ist der Tiger wieder. WB. Danke. Bitte. Ist aber nett, dass ihr mir weg und weg seid. Bitte. Das war dann Häckselgut, ey. Mag ich ja gar nicht. Mal einer zum Hof kommen kurz und in den Radlader springen. Ich muss Marlon verfolgen. Okay, ich mach's. In welchen was? Wie? Hä? In den Radlader. Radlader. Seit wann haben wir einen Radlader? Ich war so lange weg. Seit eben. Mach mal Platz frei hier. Ich hatte so lange Urlaub. Kann sein, dass du ja gleich schieben musst. Halt, nein, geh weg. Den hat er auch gerade gekauft, du. Ach so, oh lol. Kann sein, dass du gleich schieben musst. Schieben, ja, schieben. Warte, ich muss zurück. Schieb. Egal was ist, einfach schieben. Ja, warte. Nee, zurück. Ja, zurück.
Egal was du bist, ich bleib immer Tigerfarben. Ja. Weisheit von Tigerfarben. Ja, aber bitte von hinten und nicht von der Seite. Und nicht so stark mit Gefühl. Mit Gefühl, okay. Der schiebst du schon, oder? Ja. Sieht aber nicht so aus. Na, da komm, ich nehme mal auch ein bisschen Anlauf. Ey, lass die Reifen ganz. In echt werden die schon kaputt. Den Polizeireifen. Okay, das hat sehr gut funktioniert, man sieht schon. Aber der will gerade auch nichts mehr aufladen. Weil er voll ist. Nee. Gehen noch 17.000 Liter rein. Jetzt schieb mal. Marlon? Ich hab mal so eine allgemeine Frage. Hast du das Glas-DLC? Ja, du hast es gewonnen, ich weiß. Wie er damit hausieren geht? Ich hab's gewonnen. Ja, ich hab nur gefragt, ob du es hast. Du hast gesagt, dass ich es gewonnen habe. Du weißt das, Junge. Du weißt das. Schieben. Das weiß ich nicht. Hä? Nein. Ich hab dir das schon 10-mal gesagt. Ist ja wurscht. Gib mal noch ein bisschen auf hier, bitte. Dann bin ich vergessen, ich tut mir leid. Ja. Was soll ich? Uffdecke. Silo. Decke das Uff. Aufdecken. Soweit habe ich auch schon gedacht. Geht nicht. Vor allem steckt der Radlader jetzt fest, oder wie? Egal, ja. Ich habe hier 86.000 Silage drin, das muss reichen. Der steckt fest. Ich habe damit nichts am Hut. Mach wenigstens einen Motor aus. Dann kannst du ihn stehen lassen. Marlon? Ich hab gehört, du drehst jetzt gerade einfach weiter. Ey, mach den Motor aus. Kündigung ist raus. Denk an die Umwelt. Denk an die Greta. Die Greta bekommt für uns sonst Herzschmerzen. Die hat schon Herzschmerzen. Wenn sie Donald Trump schon sieht. Oh, ja. So, dann jetzt ist nur die Frage, komme ich hier mit? Ja, ich komme ins Silo rein. Glück gehabt. In Kuhstall meinte ich, natürlich. Glück gehabt. Ja, Marlon, du kommst 5 Stunden später an. Ja, aber umso früher kann ich Feierabend machen mit Dreschen, ne? Wow. Oh, das reicht doch nicht. Da geht noch ein bisschen was rein bei den Kühen. Aber egal, jetzt sind sie erstmal grundversorgt, jetzt produzieren sie Milch. Weil bisher haben sie nur Mist gemacht. Produziert. Mist gemacht. Ich wusste gar nicht, dass Kühe auch Mist machen können. Ja, warum sollten die das nicht können, wenn du das kannst? Wow! Ich wusste, dass sowas kommt. Es ist halt immer die Sache, wenn mir einer eine Vorlage gibt, ja, müssen die ich nutzen. Weiß. So, gut. Dann haben wir die Kühe auch versorgt. Das dann fahre ich jetzt zu euch hinter und hol das Mehl mal ab. Kannst du nicht. Warum nicht? Das Anhänger ist voll mit Rogen. Ich hab Melfass. Brauchst du Melfass? So. Geht nicht mit normaler Anhänger. Melfass. Manche sagen auch Müllfass, Melfass. Krass, wie okay. So absichtliche Versprecher witzig sein können. Ich bin in der Pubertät. Ich lache über alles. In der Tupertät? Ja. Tupertatis. Die Pubertatis à la cartes. Was? Also, Attacke. Oh Gott, also. Ist die Scheibe dreckig, ich sehe nichts. Ich glaube, mein JCB muss mal in die Waschanlage. Aber heute nicht. Aber ja, morgen. Ich glaube, da muss in die Waschanlage. Aber heute noch nicht. Bis dahin werde ich schon keinen Unfall bauen. Es ist wirklich gerade so. Ich habe eine schimmernde Wand vor mir. Jetzt geht's gerade. Die Sonne ist nicht mehr hinter mir. Aber gleich, wenn die Sonne wieder von hinten strahlt, du siehst fast nichts. So, jetzt. Schon ziemlich realistisch gemacht.
Seite gehen. Haben wir eigentlich auch Diesel hergestellt? I don't know. Könnte sein. Naja, schauen wir mal. Hallo, was machst du da, Tiger? Hoffentlich dreschen. Nee, mach da nicht. In der Nase bohren? Ja, mach doch. Nee, mach ich nicht, guck doch. Ich mach Feierabend. Das ist nicht mehr ausreichend für zwei. Marlon. Komm gleich rüber, deinen Shepherds. Entschuldigung. Das ist nicht mehr ausreichend für zwei Drescher. Sorry. Ja, dann kannst du theoretisch wirklich schon einen Drescher abziehen, nach Hause fahren, weil dann muss der LKW ja auch geholt werden. Eben. Guck mal, ich aber bin dann dreschst so du doch gut. Weiter und Tiger Farm fährt zurück. Ich tank schon ab. Ja, wow, da muss ich zwei Geräte zurückfahren oder was? Nee, der eine kann ja auch dann gleich wieder ein Ding mitbringen. Ein Ding mitbringen, ah. Ja, bringe ich auch immer mit. Ein Ladewagen. Ja, das kann Marlon ja machen. So, jetzt ist nur die Frage, wo kriege ich denn das Mehl hier raus? Gar nicht. Ja, lüg nicht. Du sollst nicht lügen. Lügen darf man nicht sagen. Ah, hab's. Aber was kriegt man eigentlich für Mehl? Oh, Marlon. Ich sag schon Marlon. Ja. Ich würde mehr Gedanken machen. Mehl. Mehl ist gerade ziemlich schlecht. 4.100. Mama, Platz hier! Mama, was machst du? Was machst du? Du siehst doch, dass ich gerade rangiere. Hast du eine Rückwärtsfahrkamera nicht an, oder was? Ja, Rückwärtsfahrkamera. Ich geb dir gleich eine Kamera, Alter. Oh, danke. Ah, nee, da kann ich... Was für eine? Dich? Vielleicht hätte ich dann auch gerne eine. Eine Nokia. Eine Nokia? Ja. Eine Nokia-Bereifungskamera. Genau. Auch nur du hast es erraten. Das ist immer doof, wenn man denkt, man hat es richtig gesagt und dann merkt man irgendwann, oh, es war doch falsch, gell? Herr Neumann. Was? Ja, ja. Was? Ja, ja genau ja, ja. Das. Ich fuhr mal gerade schon einen Ladewagen. Weil das Mehlfass ist nicht ganz voll. Ja, Mehl. Und dann ist halt wirklich die Frage, Tigerfarm, jetzt haben wir das letzte Feld abgehandelt. Sollen wir jetzt Seasons drauf machen oder nicht? Ist deine Entscheidung. Und GPS wollten wir eigentlich auch drauf machen. Nee, nicht GPS. Ja, muss er nicht nutzen. Doch. Hallo? Weißt, wenn man halt zu viel Alkohol in sich hat, dann kann man halt nur geradeaus fahren, dann braucht man GPS. Deswegen wollte er es auch in RP mit drin haben. So macht die ganze Angelegenheit Sinn. Dann können wir es jetzt aber wieder rausschmeißen aus dem RP, weil er muss ja hier nüchtern bleiben. AKA, wir können auch hier Autolot rausnehmen, also zumindest Baumstämme. Wo hier? RP. Ist doch alles schon draußen, Kollege. Ja? Musst du lesen, Chat, siehst du alles. Ja, sorry, ja, ich weiß, du warst im Urlaub. Ja, ich war im Urlaub. Ja, im Urlaub, genau, Praktikumsurlaub oder was? Die Ladewege. Urlaub. Eine Woche von einem Praktikum warst du in Kalifornien oder was? Ja. Und da habe ich den Sonnentester nachgespielt. Praktikum als Sonnentester. Und war erfolgreich, bist du braun geworden? Nee, Wetter war scheiße. So. Fährst du jetzt schon zurück? Ich fahr schon zurück, ja. Achso. Also ich bin gerade. Also seit du losgefahren bist, bin ich einmal hin und einmal zurück und jetzt fahre ich schon wieder hin. Kauf dir mal was Kleines.
Wahrscheinlich ich fahre halt nur 42. Wahrscheinlich ist er falsch gefahren. Ha. Nö, ich fahre richtig. Wir treffen gleich aufeinander. Das hoffe ich nicht. Ich schon. Ja. Ja, es war so klar. Es war so klar. Es war so klar. So klar, ja, das war glasklar. Also nicht klar. Genau. Ja, ihr wisst schon. So, liebe Leute, wir haben das Tigerfarm losfertig mit Ernten, oder? Mhm. Mhm, mhm. Ja oder ja? Nein. Okay, aber wir haben es gleich geschafft. Ich sehe gerade, hier glitscht ein bisschen das Logo auf meinem Fast Truck rum. Das ist schlecht. Da muss ich noch ein bisschen justieren, vermutlich. Da glitscht gerade das Lenkrad ein bisschen durch. Ja, ja. Wie viel Raps haben wir denn jetzt, Roggen haben wir denn jetzt drin? Geht es genau auf? Frag mich nicht. Ich habe. Schandisch aber gefragt. Ja. So, dann brauchen wir noch einen zweiten Ladewagen hier, ne? Dann kauf mal. Wir haben schon einen zweiten Ladewagen. Aber, naja, erst in der nächsten Folge, ne? Nö. Nö. So. Hier, den Fan, den können wir gerade mal verkaufen. Doch, können wir wirklich machen. Nein, dann mache ich direkt F4. Oh, das will ich. Kündigst dich selber, oder was? Ja, mit der Tastenkombination. Ja, aber ich bin gerade am überlegen, warte mal, wenn wir jetzt noch genügend Geld hätten, aber wir haben gerade kein Geld, dann könnte man nämlich hier noch einen anderen Traktor kaufen, weil da haben wir noch einen Traktor drin. Nämlich hier, ein 8R Series R, ein 8R Error? Series Varuna LP mit Kennzeichen. 8R! Mit Decal, ohne Decal leider nicht. Irgendwie habe ich hier noch die falsche Version drin, sehe ich gerade. Da muss ich mal die neue Version euch geben. Wäre nicht schlecht. Ja. Aber den könnte man theoretisch auch kaufen. Aber da brauchen wir wieder knapp 400.000, die haben wir nicht. Von dem her muss halt irgendeiner mit diesem komischen Fendt fahren. Ja, Nein, komplett öde. Nein. Die müssen wir wirklich ablösen. Nein. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und am besten alles. Bis morgen. Tschüss. Tschüss.